Hi, ich bin Timo. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch ein Spiel, was ich recht cool finde, und zwar ist das Proving Grounds. Das ist ziemlich neu raus. Das ist, soweit ich weiß, erschienen auf der Messe in Essen im vergangenen Jahr. Inzwischen ist es auch im Handel erhältlich. Auf der Messe fand ich es ziemlich teuer. Im Handel ist es aber durchaus erschwinglich. Es ist ein reines Solospiel, nur alleine spielbar. Und es geht darum, ja, thematisch ist es jetzt nicht so tief, aber wir sind, wir sind hier diese Prinzessin, ist es, glaube ich, auf jeden Fall diese Kämpferin. Und müssen uns verschiedenen Wachen stellen. Eigentlich ist es nicht so thematisch, aber im Gucken. Ah, unsere Mutter, die Sonnenkönigin, ist gestorben und diese Verräter wollen den Thron, bla bla bla. Wir sind Maya und müssen halt zeigen, wie unsere Kampfkünste sind. Und um das zu untermauern, gibt es tatsächlich auch noch so ein ganzes Heft mit Story dazu. Ja, von daher schon einiges an Story. Hat allerdings mit dem Spiel, ich habe es noch nicht gelesen, kann ich nicht sagen. Also im Spiel braucht man es nicht, ist jetzt kein Abenteuerbuch oder so, sondern es ist einfach eine kleine Geschichte, vielleicht wie so ein Groschenroman so ein bisschen, der dabei liegt, um das Thema so ein bisschen zu unterstreichen. Prinzipiell ist im Spiel an sich nicht so wirklich viel Thema vorhanden. Ja, man kämpft halt gegen die. Und ob das jetzt so eine Kriegerin ist auf so einem Feld oder im Weltall oder so, von der Mechanik her macht das keinen Unterschied. Es hat mechanisch nichts wirklich damit zu tun, aber so gar nicht. Aber es sieht irgendwie schön aus. Und es gibt ein Grundspiel hier drin und noch mehrere kleine Erweiterungen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, es ist, so steht mir schon hier drauf, von Kane Klenko, einem meiner Lieblingsautoren. Und der hat öfter mal so schnelle Würfelspiele, die auf Zeit gehen, wie zum Beispiel das hervorragende Fuse oder Flatline oder Flipships, habe ich hier auch auf dem Kanal, wo man die Raumschiffe flippen muss. Oder auch Deadman Tale No Tales, wer das kennt, super Spiel, richtig klasse. Und oder er hat auch von Pandemie dieses Pandemic Rapid Response neulich rausgebracht, auf Deutsch glaube ich schnelles Einsatzteam, wo man eben wie bei fast allen Spielen von ihm, fast allen weiß nicht, aber bestimmt die Hälfte der Spiele unter Zeitdruck würfeln muss. Ja, und es sind immer richtig schöne Custom Dice bei. Hier ebenfalls, auch hier wird man unter Zeitdruck würfeln müssen und anfangs ist das ziemlich schwierig, habe ich die ersten Male nicht geschafft. Dann geht's aber, wenn man so ein bisschen so einen Überblick kriegt. Und dann gibt's halt auch noch ein paar kleinere Erweiterungen da drin, die ich noch nicht alle gespielt habe, die das Ganze noch ein bisschen komplexer machen, ein bisschen abwechslungsreicher. Und um euch das zu zeigen, spiele ich es jetzt gleich mal eine Runde und ihr könnt zugucken. Erst erkläre ich noch ein, zwei Dinge. Jetzt schaut es euch an. So, das ist das gesamte Material, das in der Schachtel zu finden ist, mit Ausnahme meines Tablets natürlich. Hier gibt es eine App von Renegade, falls ihr die noch nicht kennt, zu vielen Spielen von den Lanterns. Auf Deutsch hieß es, glaube ich, einfach nur Laternen, nee, Lichter, irgendwas, ich weiß nicht. Ich habe es wieder abgegeben, ist so ein Plättchenlegespiel, es war ganz nett, aber nett habe ich genug. Klong ist natürlich ein cooles Spiel. Ich weiß gar nicht, was die App genau macht. Noch nie probiert. Flatline, Fuse und jetzt auch Proving Grounds. Es ist einfach nur ein Timer. Ein bisschen netter. Ihr könnt statt der App, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, die ist kostenlos natürlich, auch einfach einen 1-Minuten-Timer mit eurem Handy mitlaufen lassen oder so. Die App gibt es natürlich auch fürs Handy und es spielt keine große Rolle. Es ist im Prinzip einfach nur ein Timer, der auch ein bisschen nette Geräusche macht. Deswegen finde ich ihn einfach cooler. Dann habt ihr hier das Rulebook. Ihr seht schon, das Spiel gibt es im Moment nur auf Englisch. Ich weiß nicht, ob sich irgendwer erbarmt, das mal auf Deutsch zu bringen. Und wie eingangs erwähnt, auch dieser Mini-Roman, den ich zugegebenermaßen noch nicht gelesen habe. Ein bisschen nett illustriert hier.
Ja. Dann das Spielbrett, das kommt so in zwei Teilen, wird zusammengesetzt und für eine Erweiterung setzt man diese Scheibe hier drauf und das hier ist ein Witz. Das meiner Meinung nach soll irgendwo da durchgesteckt werden, um das Ganze zusammenzuhalten. Aber ich habe keine Ahnung, wie die sich das gedacht haben. Das hier ist ziemlich festes Plastik, das kann man nicht abmachen. Wie das da durchpassen soll, ich habe keine Ahnung, es ist totaler Müll. So dass man es so da drauf legt. Falls es eine deutsche Fassung gibt, da wird das bestimmt alles viel besser. Ihr nehmt einfach so eine Klemme, die man benutzt, um Briefumschläge und zu verschließen. Ich weiß nicht, wie es heißt, diese goldenen Dinger, die man auseinanderbiegt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Damit wird es auch gehen. Fürs Grundspiel braucht ihr diese Würfel hier, die Karten mit den Gegnern, das Herz und diese Ninja-Stern-mäßigen Tokens. Alles andere ist Erweiterung. Das heißt, ihr habt hier, die sind ganz nett illustriert, wie ich finde, verschiedene Erweiterungen, die das Spiel noch mal ein bisschen herausfordernder und abwechslungsreicher machen. Hier so eine Turn-Sequence, um noch mal nachzulesen, was man denn wann machen muss. Hier gibt es noch so Chariots, so, wie heißen die auf Deutsch, Streitwagen, die das Ganze mal schwieriger machen. Wenn die aufgedeckt werden, müssen die zuerst bekämpft werden. Und hier, ja, vielleicht eine minimale Schwäche, es ist immer das gleiche Bild. Ja, hier geht es vielleicht, weil die, ja, die machen auch nicht all das Gleiche. Das heißt, da muss man immer schon ein bisschen gucken. Ja, ein bisschen unterschiedlich sehen die aus. Ja, finde ich jetzt nicht so tragisch, dass es nicht überall ein einzigartiges Artwork gibt, was das Spiel natürlich auch teurer machen würde. Ich fand es auf der Messe, müsst ihr selbst beurteilen, aber 35 Euro hat es gekostet, fand ich ja für das Material schon sehr happig. Wie gesagt, jetzt gibt es inzwischen auch schon bei Online-Shops deutlich günstiger oder vielleicht auch in dem einen oder anderen Fachhandel, wo man sich hinbegibt, Ladengeschäft. Das hier sind die Feinde. Ich stelle jetzt erstmal nur das Grundspiel vor. Hier ist noch die Drachenerweiterung. Wenn man mit dem spielt, würfelt man nochmal extra. Und je nachdem, was man würfelt, kann das hilfreich sein oder einen auch ganz schön durcheinander wirbeln. Ist alles ganz cool. Aber anfangs ist es erstmal eine Herausforderung, das Grundspiel zu schaffen. Ja, hier heißt das Training Game. Aber ja, es ist eine Herausforderung für sich, erstmal hier den Überblick zu behalten. Das ist so ein typischer Gegner. Hier grau umrandet, da startet dieser Stern immer und wenn ihr schafft, den einmal zu verwunden, rutscht das Ganze hoch und wenn er oder wenn ihr ihn auch angreift, aber eben nicht schafft, ihn zu verwunden, dann rutscht das Ganze runter. Sollte es ganz runter rutschen, kriegt ihr hier eine Wunde und wenn ihr ganz unten seid, habt ihr logischerweise verloren. Wenn ihr hier ganz hoch rutscht auf das oberste Feld, wird er abgeschmissen und ein neuer an seiner Stelle aufgedeckt. Und ja, wenn ihr 8 besiegt habt, habt ihr das Spiel gewonnen. Es gibt noch ein paar Einschränkungen. Hier seht ihr mal 3+. Ja, ich zeige euch das einmal. Die werden hier so ausgelegt, die Gegner, um euch herum. Hier starten die. Und bei manchen gilt noch eine Spezialregel. Zum Beispiel, um den hier einen hochzurücken, ihr seht, der liegt auf der 6, muss ich am Ende dieser Würfelphase, die eine Minute dauert, mindestens 3 Sechsen gewürfelt haben, weil der auf 6 liegt, und dann dürfte ich den hochrücken. In diesem Fall muss aber einer dieser Würfel blau oder gelb sein. Das heißt, ich müsste mit einem blauen oder gelben Würfel eine 6 gewürfelt haben. Und in diesem Fall dürfte ich den einen hochrücken. Wenn ich mehr habe als 3, ist das nicht weiter tragisch. Die Überschüssigen verfallen einfach. Sollte ich es hier sogar schaffen, sowas zu würfeln, hätte ich 5 und beide mal einen blauen dabei, dann dürfte ich den direkt ganz hochrücken. Wenn ich am Ende meines Würfelns nur einen Einzelner liegen habe, einen auf der 6, dann rutscht er einen runter. Habe ich keine 6, passiert gar nichts. Hier, bei dem ist es so, dass gelbe Würfel, die auf einer 1 landen, doppelt zählen. Das heißt, hiermit hätte ich bereits meine 3 Würfel, die ich bräuchte, um den hochzurücken.
Hier brauche ich mindestens 2 Würfel und einer davon muss gelb sein. Auf der 3 brauche ich mindestens 3 Würfel und einer muss blau sein. Hier brauche ich einfach nur 3 Würfel auf der 4. Und auf der 5 zählen grüne Würfel als doppelt, genau wie hier oben mit dem gelben. Das ist erstmal die Ausgangsposition. Ich nehme einen gelben, einen grünen und einen blauen Würfel und stelle die hier drauf. Sollte meine Lebenskraft irgendwann darunter sinken, darauf oder darunter, darf ich mir einen der Würfel aussuchen. Und zu Beginn liegen hier 3 weiße Würfel, auf die ich später noch Zugriff erlangen werde. Wenn ich den Timer gleich starte, darf ich loswürfeln und versuche dann die Zahlen zu sortieren. Und immer wenn ich Sets habe, das heißt mehr als ein Würfel von einer Zahl, darf ich die neu würfeln. Das heißt, die dürfte ich nicht neu würfeln. Wäre natürlich doof, denn 1, 2 und 5 würden dann am Ende der Würfelphase runterrutschen. Also würde ich die ganzen 6 nochmal neu würfeln. Jetzt habe ich hier 3 Fünfer, die ich neu würfeln könnte. Die 1er könnte ich auch neu würfeln. Und dann muss ich halt abgleichen. 2 1er würden mir nur nichts bringen. Da bräuchte ich ja 3, das heißt, ich könnte die neu würfeln, in der Hoffnung, eine 1 zu kriegen. 3 Fünfer, ja, und der zählt sogar doppelt. Wäre sogar ein bisschen zu viel des Guten. Und so würfel ich halt immer weiter. Und spätestens, wenn die Zeit zu Ende ist, muss ich aufhören und hoffe dann natürlich, keine Einzelnen liegen zu haben, denn da kriege ich dann ja Schaden. Beziehungsweise möglicherweise, wenn die weit genug runterrutschen, und versuche möglichst viele Sets zu haben. Wie gesagt, wenn ich eine Zahl gar nicht habe. Hier habe ich jetzt 1, 2, 4, 6, die 5 nicht, dann wird da einfach gar nichts passieren. Und das ist das Spiel. Ihr seht, thematisch sieht es ganz nett aus, aber es tut nicht so viel zur Sache, das Thema hier. Und eine Sache, die ich als negativ empfinde, zumindest war es in den ersten Runden so, dass die Würfel nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 angeordnet sind. Das wäre für mich viel einfacher und irgendwie auch logischer. Ich keine Ahnung warum. Persönlicher Geschmack, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6 eben. Und dadurch komme ich ein bisschen durcheinander. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre für mich logischer und einfacher gewesen. So hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich da mal ein bisschen eingefunden habe, dass die 1 hier oben ist und nicht da. Aber vielleicht sieht es bei euch ganz anders aus. So. Dann würde ich jetzt einfach mal starten. Training Game heißt, wenn ich keine Erweiterung nehme. Setup zeige ich euch auch nochmal. Wird kurz erklärt, dass ich hier 3 Würfel drauf lege, hier die Stapel, die Karten hinlege. Also das, was ich gerade gemacht habe. Und dann mache ich mal ein bisschen lauter, dass ihr es auch hört. Geht's hier los. Ready, set, auf geht's. Ich versuche mal ein bisschen laut zu denken dabei, auch wenn mich das hier ein bisschen ausbremst. Das ist natürlich ziemlich schlecht gewürfelt, so viele Einzelne. 3 Dreier sieht schon besser aus. Kann ich mit den beiden Einsen was anfangen? Die gelben zählen doppelt, dann bringt mir nicht so wirklich was. 2 Sechsen, 2 Vier. Nur die 5 würde runterrutschen. 4 habe ich hier. 2 bringen mich nicht weiter. 3 Dreien. Einer davon muss blau sein, hilft mir auch nichts. Die würfel ich einfach neu. Habe ich die 5, lasse ich schon mal nicht mehr alleine. Dafür ist die 2 jetzt alleine. Den gelben hätte ich schon mal. 3, 4, da rutsche ich hoch. 2, 6 bringe ich nicht weiter. Die würfel ich nochmal neu. 1 und 3, das ist natürlich grandios schlecht gewürfelt. Dann nehme ich die meisten Würfel hier, um die nochmal neu zu werfen. 2, wie viel Zeit noch? 10 Sekunden. Oh, das wird nichts. 2, 5 bringen mir gar nichts. Oh Mann, das ist ja grandios schlecht hier. Es bremst einfach so ein bisschen aus, wenn man dabei laut redet. Ah, die hätte ich nicht neu würfeln sollen. Ende. Jetzt gucken wir mal. 2 Einser. Ich brauche mindestens 3, da komme ich nicht weiter. Allerdings mit 2 passiert mir auch nichts, bleibt so liegen. 3, 3 hier unten. Da rutscht ein runter, weil es ein einzelner Würfel ist. Dann habe ich 3 Vieren, dadurch greife ich den an und 2 Sechsen, einen davon gelb, da fehlt mir einer. Passiert aber nichts, weil ich 2 habe. Kein Gegner besiegt. Nächste Runde, auf geht's. Entschuldigung, noch was vergessen. Jede Runde rutschen die hier einen runter und den untersten bekomme ich. Sollte ich eine Wunde bekommen, muss ich einen Würfel hier ablegen.
Los geht's. 5 Einser. Wow, damit kann ich nicht einen hochrutschen. Und hier habe ich alles einzeln. Dann schmeißt ihn natürlich nochmal. 2, 2, 6, 6, 6, 5, 4, 3. Das ist auch furchtbar. 2 Einsen, 2 Fünfen, 3 Einsen sogar. 3 Einsen bringen die mich weiter. Jo. Das wäre super, 2 Zweien, aber einer davon muss gelb sein. 2 Fünfen helfen mir nicht weiter. Boah, das ist ganz katastrophal. 2 Fünfen bringen mich ja nicht weiter. Noch 3 Dreier. 3 Dreier wäre super. Eine 4 ist nicht so tragisch und eine 6, naja. 4 davon, na komm, egal, ich lasse es so. Bevor ich jetzt mit dem Neuwurf noch mehr hier durcheinander haue, nehme ich die 4 Einer, dafür rutsche ich einen hoch. Die 3 Dreier rutsche ich auch einen hoch. Der ist leider wieder runter und der 6er rutscht auch einen runter. Dann kommen die wieder runter. Ich habe einen Würfel mehr. Kein Sieg diese Runde. Weiter geht's. Vier Sechser, 3, 4, 5, 5, das ist natürlich ein guter Wurf, da stoppe ich sofort. Das ist deshalb ein guter Wurf, ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht abgecheckt, ob ich damit so viel reiße, aber ich habe auf jeden Fall keinen einzelnen, von daher wird keiner runterrutschen und notfalls ist es einfach nur eine Runde, wo nichts passiert. Aber dem ist nichts, doch, die gelben zählen nur doppelt, also mit 3 Einsen kann ich leider nichts reißen. 2 Zweier ist super, denn einer davon ist gelb. 3 Vieren rutscht der ein hoch und 2 Fünfen reicht leider nicht. Dann rutschen die wieder runter. Jetzt habe ich hier richtig viele Würfel hier. Die Runde wird beendet, keinen besiegt, weiter geht's. Ihr seht, was ich daran auch mag, der Ablauf ist sehr flüssig. Ja, man rutscht die Würfel runter, checkt die einmal schnell und dann geht's schon wieder in die nächste Runde. Da entstehen keine großen Pausen, das finde ich richtig klasse. Weiter geht's. Ready, set, go. Eine 5 nur, das wäre schon mal nicht so toll. 4 Einsen. Ja, da rutsche ich hoch mit 4 Einsen, die würde ich behalten. Da fehlt mir noch was. Und einer muss blau sein, nämlich bei den Einsen. Das heißt, die kann ich mal vergessen hier. 2, 2 bringe ich auch nicht weiter. 2, 4 schon. Die behalte ich dann auch. Dann würfel ich die 3 nochmal. Habe ich nochmal eine 1 und eine 2. Das brauchte ich da, das ist super. Dann nehme ich auch in Kauf, dass der mich einmal schlägt. Und dann mache ich hier schon mal die Runde zu Ende. Fange ich wieder bei 1 an. 5 Einsen rutsche ich hier ein hoch. 3 Zweier ist einer besiegt. Der Sun Queen Representative. Dafür wird direkt ein neuer aufgedeckt. Warrior Training. Hier ist es so, dass ich, ja, seht ihr selbst, ne? 2 Würfel jeweils nur brauche und einer davon muss blau oder grün sein. Wenn ich allerdings ihm nur einen zufüge, dann komme ich auch schnell hier wieder in die Wunde, wo dadurch mein Leben reduziert wird und der Marker dann direkt wieder zurückgesetzt würde. Dann habe ich aber noch die 4er, 2 rutsche ich dann hoch, das reicht schon, und ein 5er, der Bodyguard der Queen, gibt mir leider noch einen mit. Würfel habe ich keine, die nachrücken könnten, von daher geht es jetzt einfach weiter. Achso, wenn ihr euch gefragt habt, hier oben die Symbole, das ist, wenn man mit der Drachenerweiterung spielt, wodurch man dann nochmal extra Würfel zuweisen kann. Nächste Runde. Vier Einsen. Damit kann ich die schon mal ausschalten. 2 Fünfen rutscht er mir auch nicht ganz runter. 3 ist nicht so tragisch. 2 kann ich nichts anfangen, weil keiner davon grün oder blau ist. Und die möchte ich auch da behalten. 2 Sechsen helfen mir auch nicht weiter. Dann nehme ich mal die Zweier. Da habe ich die dritte 6, das ist super. Und da habe ich die dritte 5, das ist auch super. Und das nehme ich in Kauf. Dann beende ich hier die Runde.
Sieht, manchmal läuft es ganz gut, dass man auch abkürzen kann. So, 4-1er, der ist besiegt. Tschück, kommt ein neuer. Ein Clan-Elder. If you assign a single to this enemy, move their battle marker up one space. If you assign a set to this enemy, move their battle marker down one space. Okay, hier ist also genau andersrum. Wenn ich einen einzelnen Würfel dort zuweise auf der 1, dann besiege ich den. Und wenn ich halt ein Set habe, also mehr als einen Würfel am Ende des Würfelns, dann rutscht der runter. Übrigens, ich habe mal nachgefragt, was nicht erlaubt ist, wenn ich jetzt die 1er habe, nur die hier neu zu würfeln. Weil das ist ja auch ein Set und ein Set bleibt liegen. Also wenn, dann muss man immer komplett die ganze Zahl neu würfeln. Dann die 3, Rup. Dann 5, Queen's Bodyguard, rutscht wieder hoch. Und auf der 6 habe ich auch 3. Hier sind keine Würfel, also nehme ich die einfach. Und muss noch 6 Gegner besiegen, um das Spiel zu gewinnen. Und stehe noch ziemlich gut da. Nächste Runde. Ready, set, go. Das war eine 1. 5 Einser. Aber da brauche ich ja nur einen Single, deswegen würfel ich immer ganz schnell neu. Der wäre schon mal super. Hier habe ich Sets. Nur bei 4 habe ich kein Set. Na, ja, die beiden kriege ich auch nochmal neu. Da bringt es allerdings nichts. 5. 4 Fünfer, ja, würde ich schaffen. 6 bringt es auch nichts, weil keiner von Gelb ist. Vielleicht würfel ich hier nochmal eine 6. Nee, aber eine 4. Da rutsche ich halt einen hoch und das bringt einfach gar nichts. Schadet mir aber auch nicht. Na komm, no risk, no fun hier. Ja, jetzt habe ich den Salat. Bei der 4 nochmal. Ja, guck mal, dann habe ich die 4 geschafft und dann nehme ich ihn. Ja, kriege ich eine Wunde, aber ich möchte das jetzt so lassen. Okay, dann habe ich hier einen Single, der rutscht einen hoch. Dann, der rutscht leider einen runter. Autsch, kriege ich eine Wunde und muss dafür einen Würfel hier hinlegen. Und der startet wieder da. Dann habe ich hier 4, das reicht. Ich brauchte nur 3. Dann habe ich den dritten besiegt. Clan Elder. Ihr seht, der heißt genauso, der sieht auch genauso aus, hat aber andere Fähigkeiten. If you assign a single to this enemy, move their battle marker down 2 space. Okay, also wenn ich hier nur einen einzelnen zuweise, dann bewegt er sich nicht ein, sondern immer 2 runter. Also es kann schon mal ein bisschen fies werden. Wo war ich? Bei 4. Dann habe ich hier 5 Stück, das muss doch für was reichen. Ja, für einen. Okay. Dann nächste Runde. Einser, 4er, 5er, 6er, noch eine 1. Ah, da brauche ich ja noch einen Einzelnen, dann würfel ich die direkt nochmal neu. Da habe ich wieder einen Einzelnen und der Rest macht mich nicht kaputt, dann behalte ich das jetzt so. Keine Lust, heute so viel zu grübeln. Einen hoch. Dann habe ich 3 Dreier, aber keiner davon ist blau, nein. 2 Vierer, das reicht leider nicht. 2 Fünfer, nicht so eine erfolgreiche Runde. Und 2 Sechser, das bringt mir auch nichts. Hätte ich vielleicht doch nochmal gucken sollen. Aber okay, einen hochgerückt und nichts passiert. Der rutscht einen runter und dann kommen wir in die nächste Runde. Drei Einser ist schon mal doof. Kein Einser ist aber auch doof. 2, der wird mir sofort eine Wunde machen. Da brauche ich nur einen Zweier. Die hier bringen mir erstmal so nix. 3 Dreier, keiner davon ist blau. Und 4 Vierer, ja, wäre schon nicht verkehrt. Behalte ich die mal. 2 Einser ist schlecht. 2 Dreier ist nicht ausreichend. Einzelne 5 ist auch blau. Ach komm, ich schmeiß die hier neu. Eine 1. 3. Ah, und ein Blau dabei, das ist doch schon mal ganz gut. Und keinen Einzelnen, das bringt mich allerdings nicht weiter. Zeit, knapp. Ja, komm, egal. Beende ich hier. Dann habe ich den schon mal besiegt.
Dann habe ich zwei Dreier, die bringen mir leider nichts. Oh, 3-2 habe ich übersehen. Einer davon ist blau, das heißt, hier darf ich einen hochrücken. Dann habe ich 2 Fünfer, die bringen mir nichts. Und 2 Sechser auch nicht. Der rückt wieder einen runter. Und weiter geht's. Hälfte geschafft. Ja. 2, 3, 2. 1 und 1 brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist es wieder schlecht. 6er brauche ich kein Grün. Da brauche ich ein Grün. Das ist super. 4 Zweier, aber keiner Grün oder Blau. Das heißt, das bringt mir auch nichts. 3 Dreier. Einer davon ist Blau. Passt. Das lasse ich mal so. Das ist natürlich blöd hier. Ein Zweier, das direkt wieder runterrutscht. Und der rutscht immer 2 runter. 3 Fünfer reicht auch nicht. Einer von uns muss immer grün sein. Schmeiße ich die neu. 2 Zweier, 2 Vierer sieht schon mal besser aus. Und hier habe ich 4. Passiert zumindest nichts. Wer weiß, wenn ich jetzt nochmal werfe, was dann passiert. Beende ich die Runde hier. Hab ein zu wenig. Schade. Hier habe ich die falsche Farbe. Schade, sonst hätte ich den besiegt. Da hätte ich vielleicht doch das Risiko gehen sollen, die Nummer neu zu würfeln. Egal. Dann habe ich 4 Dreier. Einer davon ist blau. Und 2 Vierer. Das bringt mich leider nicht weiter. Der rückt runter. Nächste Runde. So, 3 Einser, aber nicht die richtige Farbe dabei. Ach komm, die schmeiße ich direkt neu hier. Was ist denn mit den Vierern? 3 Stück brauche ich nur. Da fehlt sowieso die richtige Farbe. 2 Einser bringe ich auch nicht. 3, ja, fehlt die Farbe. Mir fehlt auch einer und das ist so, ach komm, ich schmeiß die hier neu. 3 Dreier ist super. 4, naja. Aber dann ist der besiegt wenigstens. Dann schmeiße ich die 1er nochmal neu. 3 Vierer sieht gut aus. Oh, 2er rutscht wieder runter, das ist ärgerlich. Und der hier auch. Ja, komm, jetzt ist es so. Zweier rutscht einen runter. Dreier ist besiegt. Nein! Ja, wenn die Konzentration nach ist. Also wir merken uns, den tragen wir gleich noch nach. Der ist besiegt. Oh, Entschuldigung. Dann 3 Vierer haben wir. Wupp, das ist super. Den könnte ich auch jetzt in der nächsten Runde wegmachen. Lass mich mal ein bisschen auf die Vierer konzentrieren. 5, der rutscht leider einen runter. Und 2 Sechser bringen mir nichts, schaden mir aber auch nicht. Okay. Also bei 2 und 3 sollte ich nicht nur weiter runterrutschen und bei 4 gerne rauf. Und los geht's. Drei Sechser, falsche Farbe. 2 Dreier und mit der Farbe, die behalte ich direkt. 1 Zweier ist ganz schlecht, 3 Einser ist hier die Farbe nicht dabei, 2 Zweier passt, auch die richtige Farbe, die behalte ich auch, 1 Fünfer, das ist ärgerlich und der 1er wäre auch ärgerlich, 2 Vierer reichen mir auch nicht, na komm, schmeiß die 6er neu, fällt eh die Farbe, 3 Vierer, den hätte ich auch geschafft, 2 Einser, passiert nichts. Und bei der 5 rutsche ich halt einen runter. Meine Güte. Machen wir so. Jetzt trage ich den hier erst nochmal nach. So. Dann habe ich 2 Einser, die bringen mir nichts. 3 Zweier, einer davon grün. Dann habe ich 2 Dreier, einer davon gelb. 3 Vierer, der hier ist besiegt. So. Was kann er denn? If you assign a single to this enemy, move their battle marker down 2 spaces. Also, wieder das gleiche wie vorher. Wird auch 2 runtergerückt, aber leider hat er jetzt nicht mehr so viele Felder und da ist man dann schneller verletzt. Aber nach oben geht es auch zügiger. Dann die 5. Der rutscht einen runter. Ich glaube, den werde ich heute nicht mehr besiegen.
Vor allem, weil ich gar keine grüne 5 würfel. Das wäre ein Doppelter. Ja, und das war's. Dann nächste Runde. Und 5. So, passiert schon mal nichts. Da passiert allerdings gar nichts. Den hätte ich besiegt. Das wäre super. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Ist mir aber egal. Ich verliere nichts. Und der hier ist besiegt. Und da ist es doch eine erfolgreiche Runde. Und kann ich jetzt, ja, den Dreier, ne? Wenn ich den schaffe, habe ich es geschafft mit meinen 8 Gegnern. So, gucken wir mal. Den Dreier, dafür brauche ich einen gelben oder einen grünen, den habe ich hier. Von daher habe ich das Spiel jetzt schon gewonnen, ne? Gehen wir trotzdem durch. Da habe ich weder einen grünen noch einen blauen. Da habe ich 2. Das reicht, um einen hochzurücken. Da, den habe ich besiegt. Warrior in Training. Come back when you're trained. Und hier fehlt leider einer. Okay. Aber insgesamt Victory. Kann ich jetzt natürlich auch noch speichern. Wenn ich denn möchte und das Ganze nachhalten möchte. Das war jetzt relativ locker. Wenn ihr hier weiter runterrutscht, sobald ihr darauf rutscht, dürft ihr euch einen dieser Würfel aussuchen. In diesem Fall würde ich wahrscheinlich einen grün nehmen, weil der hier doppelt zählt und die anderen, na, obwohl hier brauche ich gelb und blau, blau und grün, dann nur blau, hier brauche ich grün. Ja, würde ich mir jedenfalls einen aussuchen. Und die würden einen runterrutschen. Wenn ich dann noch einen runterrutsche, darf ich mir wieder einen aussuchen. Und wenn ich noch einen runterrutsche, bin ich kaputt. Hier werden die Würfel hingelegt, wenn ihr eine Wunde kriegt und solltet ihr 2 Runden in einer Runde kriegen, werden da einfach 2 gestapelt, die dann runterrutschen. Theoretisch könnte ich ja auch farbige Würfel hinlegen, aber das macht natürlich keinen Sinn. Und wenn die unten rausrutschen, kriege ich die natürlich wieder. Das ist das Grundspiel. Das wirkt jetzt recht locker. In der ersten Runde war ich völlig überfordert. Habe ich ja anfangs schon erwähnt, hier mit der 1 nicht da, sondern da und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Gegner besiegt. In der zweiten waren es dann schon 6 und so ab der dritten gewinnt man oder habe ich dann auch mal gewonnen. Jetzt geht's relativ locker. Ja, wenn man so ein bisschen den Dreh raus hat, dass man manchmal lieber eine Nullrunde in Kauf nimmt, wo ich dann nur einen verschiebe, aber dafür keinen Schaden kriege, anstatt dann nochmal das Risiko zu gehen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen, ja, wie man so drauf ist, ob man gerne so Risiko geht bei so Push-Your-Luck-Spielen oder nicht. Und die Erweiterungen bringen dann natürlich nochmal ein bisschen Abwechslung rein und auch ein bisschen mehr Schwierigkeit. Wenn ich zum Beispiel den Drachenwürfel würfel, dann darf ich den zu einem Set hinzufügen. Und wenn der hiermit übereinstimmt, nehme ich jetzt beim Vierer-Set, dann wird es auch als ein Würfel zählen. Wenn ich allerdings am Ende hier das Chaos liegen habe, dann muss ich die Würfel nochmal neu werfen. Ja, also wenn ich am Ende meine Sets zusammen habe, dann würde ich einfach alles nochmal neu würfeln müssen und dadurch entsteht natürlich dann Chaos. Kann also sehr hilfreich sein, aber das Ganze auch nochmal ein bisschen durcheinander bringen. Oder wenn ich die Streitwagen erst besiegen muss, bevor ich hier jemanden angreifen kann und solche Sachen. Das heißt, es steigert sich noch eine Schwierigkeit, was ich mag, wie es so typisch ist bei Kane Klenko Spielen. Die Regeln sind sehr simpel, muss ja auch so sein, ja, wenn man ein Würfelspiel unter Zeitdruck hat, dass man da nicht lange nachgrübeln kann. Ja. Aber trotzdem hat es eine gewisse Tiefe und das Thema ist nett, das Artwork. Wie gesagt, hätte auch irgendwas anderes sein können, aber ich finde es ganz okay. Und ich spiele es sehr gerne. Reines Solospiel und ja, von mir eine echte Empfehlung. Wer Solospiele mag, wer schnelle Würfelspiele mag unter Zeitdruck, die App, finde ich, wertet das Ganze nochmal auf. Ist nett, so ein bisschen Sound dabei zu haben, anstatt einfach nur ja, einen stillen Timer runterticken zu haben. Und von mir eine echte Empfehlung. Macht's gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir sehen uns nächsten Mal. Ciao. High five. High five. High five.
High five. High five. Lucky Lux. Lucky Lux.